In den heutigen VB News eine Menge Drop-Ankündigungen, wie zum Beispiel der nächste Briefmarken-Drop, die Drop-Details für den nächsten Comic-Drop, außerdem haben wir das nächste Collectible, was wir sehen werden und noch sehr viel mehr Daten haben wir auf jeden Fall mit dabei. Das sind wir jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute, wie gesagt, auf jeden Fall mit einer Menge wichtiger Daten, auch zum Beispiel von wBx Tracker, wo wir auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung sehen. Jetzt würde ich aber sagen, schnacken wir gar nicht lange weiter rum. Abonnier auf jeden Fall den Kanal, wenn du nichts mehr in Zukunft verpassen möchtest zum Thema Vivi und Omi-Token und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Starten tun wir das Ganze mit dem Comic-Drop und zwar nämlich von heute an. x man Hashtag 28. Und das Ganze wird ja immer jetzt gerade um 16 Uhr droppen. Ganz wichtig, nicht 17 Uhr, sondern 16 Uhr, da in Amerika hier die Uhren umgestellt wurden und in Deutschland das Ganze erst am 26. passiert. Die Drop-Details sind eigentlich relativ unspektakulär. Wir haben hier aber 5000 Editions bei diesem Comic gerade mal. Also ja, eine super Limited Edition natürlich an dieser Stelle mit exklusiven Rare und auch Ultra-Cover. Drop-Preis ist wie immer bei 7 Gems und dementsprechend auf jeden Fall drop den man mitnehmen kann. Wir haben eine relativ geringe Auflage und die Zahlen von GoCollect sind auch nicht allzu schlecht, wenn man es in Verhältnis setzt mit den Edition-Zahlen. Ansonsten bringt auch die USPS mal wieder etwas auf den Markt und zwar nämlich neue Briefmarken und zwar nämlich Woman Support War Effort das sehen wir hier an dieser Stelle. Das Ganze wird am Freitag, dem 17. März um 16 Uhr deutscher Zeit stattfinden und wir sehen hier insgesamt nur ein Collectible und zwar nämlich einmal diese Briefmarke ist relativ alt bzw. aus 1999. Und da sehen wir insgesamt einen Listenpreis von 6 Gems, wie immer bei dem Briefmarken und eine Editionzahl von 5999 Stück. Das Ganze wird außerdem natürlich eine First Edition sein und als Rarität eine Rare sein. Ich persönlich werde den Drop auf jeden Fall mitnehmen, wir auf Marketplace auf jeden Fall eine kaufen, denn das Ganze ist ein Set und bringt an dieser Stelle auf jeden Fall ein bisschen MCP-Punkte wenigstens. Ansonsten, wenn ich deine Aufmerksamkeit jetzt hier schon habe, dann möchte ich dich auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ich heute Abend am 16.03. live sein werde und zwar beim Viviversum. Und wir werden hier unter anderem mal so ein bisschen über die Collectibles sprechen, die meiner Meinung nach, beziehungsweise auch Frank seiner Meinung nach, relativ interessant sind zum so momentanen Zeitpunkt. Das ist natürlich nur unsere Meinung, aber wir wollen natürlich hier auch ein bisschen mit dir in den Austausch gehen, was du gut findest, was hier du interessant findest. Deswegen komm auf jeden Fall sehr gerne heute Abend vorbei. 19.30 Uhr Link zu dem ganzen Stream findest du entweder bei Frank oder hier unter dem Video. Und ansonsten sehen wir auch den nächsten Collectible-Job, und zwar nämlich hier von Disney. Und zwar sehen wir hier Moana als Collectible. Wir werden hier insgesamt drei... Charaktere bekomme zu so den drei Figuren. Das Ganze wird am Samstag um 16 Uhr deutscher Zeit droppen. Natürlich wie immer im Blindbox-Format bei mehreren Collectibles. Das ist einmal hier die Preview-Version, die wir sehen. Meiner Meinung nach sieht das Collectible wirklich sehr, sehr gut aus, beziehungsweise die wir jetzt, auf jeden Fall hier als erstes sehen. Im Vergleich zu anderen Collectibles in den letzten Jahren ist das doch eine sehr gute Steigerung. Auch ich muss das mal noch ganz kurz hier einmal zeigen. Auch das Gesicht der Frau sieht hier an dieser Stelle deutlich besser aus. Wir hatten ja in der Vergangenheit einige Collectibles wie zum Beispiel Storm oder auch andere, die nicht allzu gut aussahen, muss man ganz ehrlich sagen, und es war tatsächlich mehr die Frauen betroffen, hier meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Steigerung zu erkennen. Und ansonsten haben wir jetzt auch die offizielle Jobankündigung für den Collectible-Job zum Cookie Monster. Wir werden hier das ganze Collectible am Sonntag sehen um 16 Uhr deutscher Zeit. Und ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall mal hier ganz kurz die Animation an, die wir hier auch dazu bekommen. Ich muss sagen, ich finde die Animation sehr kreativ gedacht und es ist tatsächlich die längste Animation, die es bis jetzt auf Vivi gibt und meiner Meinung nach auch fast die interessanteste. Ich mache euch mal ganz kurz den Ton an und blende mich aus und dann könnt ihr euch das mal ganz kurz selber anschauen. Dum -di -dum -dum. Dum de dum dum. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. I'm not no, oh, ah, I'm not. Ah, oh, ah. Ja, es ist schon sehr kreativ auf jeden Fall überlegt, was sie hier raushauen werden. Und wenn wir auch schon gerade mal beim Cookie-Monster sind, bleiben wir doch auch mal ganz kurz direkt dabei. Nämlich der Twitter-Post selber hat mittlerweile auf Twitter über 4 Millionen Views generiert. Was wirklich unfassbar ist. Außerdem hat auch noch NBC darüber berichtet, auch hier auf einem Artikel. Ja, der Artikel selbst ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen kritisch beleuchtet. Hier beziehungsweise mit dieser Überschrift schon mal etwas kritisch. Ich würde sagen, wir übersetzen uns das Ganze mal ganz kurz hier an dieser Stelle. Und ja, dann ähm, lesen wir hier einige Sesam. Street-Fans sagen, dass Cookie Monster NFTs das ursprüngliche Erbe der Serie nicht ehren. Ja, wie viel da jetzt wirklich dran ist, das ist die andere Sache. Hier wird auch noch geschrieben, NFTs sind sehr gegen die Ideale, die ich mit der Sesamstraße verbinde, sagt Becker Putina, ein Fan. Ja, ähm, das ist natürlich immer so die Frage, äh, was sind das wirklich für Fans und es ist jetzt wirklich die Mehrheit oder wirklich nur eine Minderheit. Manchmal sind halt auch die negativsten bzw. auch die lautesten halt einfach. Die wenigsten. Ähm, ja, muss man einfach gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Meiner Meinung nach ist es trotzdem ein cooler Schritt, ob man das Ganze kauft oder nicht. Das obliegt ja einem selber. Und wenn halt die Firma bzw. das Unternehmen halt hier den Schritt gehen möchte mit dieser Lizenz, dann ist das deren Verantwortung. Und ja, im Prinzip, ob die Fans das dann cool finden oder nicht, das ist denen dann wahrscheinlich ziemlich egal. Was außerdem noch sehr positiv ist und zu sehen ist auf dem VWX tracker dass tatsächlich hier auch dieser Post ein wenig jedenfalls gebracht hat. Wenn wir uns das Ganze nämlich hier mal anschauen bei den neuen Tradern, dann sehen wir hier einen schönen Anstieg von 336 neuen aktiven Wallets. Hier muss man immer ganz klar sagen, diese aktiven Wallets, die neu dazukommen, das sind wirklich nur Leute, die mindestens eine Transaktion gemacht haben und sozusagen auch einen neuen Account haben. Also, ich finde das gar nicht mal so schlecht für 336 Leute, die hier dazugekommen sind und direkt auch eine Transaktion gemacht, das heißt direkt auch ein Collectible gekauft haben. Und wenn man sich das mal so im Vergleich anschaut hier im gesamten Quartal, dann sieht das tatsächlich sogar relativ gut aus. Ähm, denn es gab tatsächlich nicht allzu viele Peaks, wo wir so viele neue aktive User hatten. Der letzte war ja am 24.01. Und das war tatsächlich der Oswald-Drop. Also ist auf jeden Fall eine Weile her, dass wir so viel hier an neuen Usern, sage ich, jetzt mal so dazu bekommen haben. Und nur weil man jetzt sozusagen noch keine Transaktion gemacht hat, heißt es ja nicht, dass man hier die bb app sich nicht anschaut und vielleicht im späteren Verlauf auch noch eine Transaktion macht. So war das nämlich zum Beispiel auch bei mir. Ich habe auch erstmal die App runtergeladen und auch erst nach ein paar Tagen bzw. ein paar Wochen dann wirklich auch mein erstes Collectible gekauft und dann langsam angefangen. Hier muss man das Ganze wirklich sehr vorsichtig betrachten. Denn das ist auf jeden Fall nicht so ganz die Definition, die man vielleicht mit einem neuen User in Verbindung bringt. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten VIVI News für heute. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib doch diesem Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Morgen, Mittag, gehabt. Bis dann, der Captain. Ciao, ciao.